John Deacon hat ihn bei der Rockband Queen gespielt. Adam Clayton tut es für U2 und der große Paul McCartney hat ihn mit seinen Beatles weltberühmt gemacht. Die Rede ist vom E-Bass. Wie der entsteht, zeigen wir heute bei HWK-TV. 110.000 Besucher, 2340 Aussteller. Die Frankfurter Musikmesse International 2010. Mittendrin Fritz Rössel, Zupfinstrumentenmachermeister aus Koblenz mit seinen E-Bass-Neuheiten. Angst vor der Billigkonkurrenz aus Fernost muss er nicht fürchten. Der Draht kann man nicht neu erfinden, aber wir haben so viele Secrets in diesen Instrumenten, die handwerklich bedingt sind, dass halt im Prinzip keiner so in dieser Form nachbauen wird. Das ist einfach so. Bässe in allen Variationen. Doch wie entsteht so ein Bass? Also einmal werden dann die selektierten Hölzer zueinander ausgesucht, dass man sagen kann, okay, das passt zu dem oder die Teile passen zueinander. Dann wird das gehobelt, wird geschliffen, dass man schon mal sieht, was man für Hölzer oder für eine Oberfläche hat. Und dann kann man mit dem Anzeichner anfangen, dann wird praktisch gefräst, gesägt, die ganzen Arbeitsgänge, die dann kommen. In der Werkstatt sieht das Ganze dann so aus. Aus hunderten verschiedenen Hölzern sucht Fritz Rössel das Holz aus, das für das aktuelle Projekt am besten geeignet ist. Mit einer Schablone aus Plexiglas werden anschließend die Konturen des zukünftigen E-Bass angezeichnet. Die Holzauswahl ist für den Klang des Instrumentes von großer Wichtigkeit. Aber auch ästhetische Gesichtspunkte spielen hier eine große Rolle. Dabei geht Fritz Rössel auch einmal ungewöhnliche Wege. Zum Beispiel wäre das hier sowas. Das ist also jetzt ein Holz, was nicht so gewachsen ist, sondern was erst später so kommt. Nennt sich im Moment Spalted. Ist ein Wachstum, was entsteht durch Pilze, die im Holz sind. Das Holz ist an sich relativ uninteressant, hat den Farbton, aber wird dann praktisch durch die Pilzanordnung wird das sehr, sehr interessant. Aber solche Dinge haben wir mehr. Also wir haben einfach sehr, sehr viel in dem Bereich, was wir dem Kunden anbieten können. Nachdem die Konturen mit der Bandsäge ausgeschnitten wurden, wird der Korpus, so nennt man den Basskörper, rundgefräst, gehobelt und geschliffen. Das kann wie hier von Hand geschehen oder auch mit speziellen Maschinen. Ausschlaggebend ist auch hier der Charakter, den der Bass später einmal bekommen soll. Anschließend wird das Holz mit einem Schwamm durchnässt. Dadurch verändert sich die Farbe des Holzes dauerhaft. Die Individualität des Instrumentes wird hervorgehoben. Wenn das Holz gut durchgetrocknet ist, wird es geölt und noch einmal zum Trocknen aufgehängt. Fehlt noch der Hals. Der bekommt zunächst ein Branding. Das Firmenlogo wird in das Holz eingebrannt. Danach wird der Hals geschliffen, überschüssige Späne werden entfernt. Auf dem Hals befindet sich das Griffbrett, in das nun bis zu 24 Bünde in gleichstufigen Halbtonschritten eingelassen sind. Es gibt aber auch buntlose Bässe. Diese Bauweise wird nach dem englischen Begriff fretless genannt. Fritz Rössel schneidet die kurzen Metallstäbe in Form. Anschließend werden sie mit einer Feile entgratet, das heißt rundgeschliffen. In den Hals werden nun kleine Löcher eingefräst, die sogenannten Augen. Kleine Stifte sorgen hier für die richtige Orientierung beim Greifen der verschiedenen Tonvariationen. Sie werden dann in Bünden Nummer 3, 5, 7, 9 und 12 eingesetzt, wobei der 12. Bund die Oktave markiert. Sie werden in die vorhandenen Löcher eingesetzt und festgeklopft. Apropos Hals, der muss nicht immer nur aus Holz sein, oder? Ja, doch, gibt es schon. Können wir auch hier mal sehen. Wäre sowas, das ist also jetzt kein Holz, sondern als Material praktisch ein Steinimitat Griffbrett auf einem Familien Badukals. Und das sind so Sonderwünsche, wo wir auch sehr, sehr stolz drauf sind, dass die weltweit gefragt sind. Der Hals kann nun nach Fertigstellung zu den anderen gehängt werden, bevor es für ihn weitergeht. Denn nun verbindet Fritz Rössel den Hals mit dem Korpus. Dafür ist auf der Rückseite des Korpus eine Aussparung vorgesehen, in die der Hals genau eingepasst werden muss. Vier Schrauben sorgen für die nötige Stabilität. Ist der Hals nicht fest genug, kann das zu Klangverschiebungen führen. Anschließend wird die Mechanik eingesetzt und ebenfalls mit Schrauben befestigt. Auch hier kann ungenaues Arbeiten zu Problemen mit dem Klang führen. Zur Mechanik gehören der Steg, die Pickups, also die Tonabnehmer, Wirbel, Elektrik und natürlich die Saiten.
Nachdem Fritz Rössel einen Bass fertiggestellt hat, prüft er ihn auf Herz und Nieren. Kein Bass verlässt seine Meisterwerkstatt, ohne sich vorher verschiedenen Qualitätskontrollen unterzogen zu haben, bevor er sich schließlich auf den Weg in alle Welt macht. Informationen zum Beruf des Zupfinstrumentenmachers gibt es im Internet unter hwk-koblenz.de. Und ein umfangreiches Senderarchiv mit allen Sendungen HWK TV finden Sie auch im Internet unter hwk-tv.de.